Das Wort erhält nun der Kollege Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also Herr Brüderle, ich habe Ihnen ja wieder gerne zugehört. Ich muss Ihnen allerdings eins sagen, wenn Sie weiter so leidenschaftlich sind, kriegt man früher Herzinfarkte. Passen Sie etwas auf. Aber das Zweite, Herr Brüderle, Sie haben ja den Wahlkampf eröffnet. Sind Sie so sicher, dass es Neuwahlen gibt, dass Sie glauben, jetzt schon die Attacken so reiten zu müssen? Das ist ja ganz interessant. Und Herrn Steinbrück habe ich natürlich auch gerne zugehört. Und Sie haben festgestellt, dass die CSU heute zustimmen wird und morgen erklären wird, warum es falsch ist. Sie haben ja heute schon erklärt, dass es falsch ist und Sie trotzdem zustimmen. Darauf wollte ich nur mal hingewiesen haben. Es ist wahr, das Bundesverfassungsgericht hat eine höhere Parlamentsbeteiligung gefordert. Und Herr Kauder hat ja erklärt, das sei übererfüllt. Ich sage Ihnen, ich finde das ein Skandal, dass schon wieder ein Geheimausschuss gebildet werden soll, der entscheidet, ob Tranchen aus dem aufgestockten Rettungsfonds bezahlt werden oder nicht. Was heißt denn das? Die dürfen ja nicht mal die anderen Abgeordneten informieren, geschweige denn die Bevölkerung. Und jetzt sage ich Ihnen eins, es geht um das Geld der Bevölkerung. Und es ist unerhört, dass die Bevölkerung dann nicht informiert wird, wenn es ausgegeben wird. Das ist nicht hinnehmbar. Das ist keine wirkliche Parlamentsbeteiligung. Der Präsident der USA, Obama, hat ja inzwischen erklärt, dass die Krise in Europa der ganzen Welt Angst mache. Dann hat er gesagt, dass die Regierungen in Europa nicht rasch genug und nicht konsequent genug entschieden hätten. Jeder weiß, dass in erster Linie die Bundesregierung, die Deutsche, meint. Und dann hat er gesagt, dass wir hier in Europa auch aus der Krise 2007 niemals die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hätten. Wir hätten die Herausforderungen, um die es eigentlich geht, nicht angenommen. Ich weiß nicht, ob Obama über WikiLeaks bei uns abschreibt. Aber auf jeden Fall ist es das, was wir Ihnen seit geraumer Zeit sagen. Nun sagte selbst der amerikanische Präsident. Vielleicht hören Sie ja wenigstens ihm zu. Am letzten Wochenende gab es zwei Jahrestagungen, und zwar einmal vom Internationalen Währungsfonds und einmal von der Weltbank. Und da gab es, glaube ich, zwei wichtige Momente. Einmal hat der US-Finanzminister erklärt, dass die Staatsschulden und der Bankenstress in Europa größte Risiken für die Weltwirtschaft nach sich ziehen. Und zweitens hat die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Madame Lagarde, gefordert, was wir ebenfalls seit Jahren fordern, die großen privaten Banken öffentlich-rechtlich zu gestalten. Das sagt die ehemalige konservative Finanzministerin Frankreichs. Und wir können, ja, und wir können diese Banken nicht privat lassen, weil die Abhängigkeit der Regierungen und Parlamente von den großen privaten Banken politisch, demokratisch und auch wirtschaftlich unerträglich ist. Aber Sie vollziehen ja auch nicht die weiteren Schritte, die erforderlich sind. Also, Sie alle erklären immer, wir brauchen gegen die privaten amerikanischen Ratingagenturen endlich eine öffentlich-rechtliche Ratingagentur in Europa. Wo bleibt sie? Wo ist Ihr Vorschlag? Wo ist das Konstrukt? Nichts passiert diesbezüglich. Die Frau Bundeskanzlerin, auch der französische Präsident, alle sprechen jetzt von der Finanztransaktionssteuer. Nun kommt der EU-Chef Barroso und sagt, 2014 soll sie eingeführt werden. Darf ich Sie daran erinnern, dass dieser Bundestag in der Lage war, zur Rettung der Banken innerhalb einer Woche 480 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen? Und für die Finanztransaktionssteuer brauchen Sie danach 6 Jahre. Und noch glaubt kein Mensch, dass sie 2014 kommt. Was wir brauchen, und das muss eines Tages auch mal die FDP begreifen, ist die Unabhängigkeit der Euro-Staaten von den großen privaten Banken, das heißt vom derzeitigen Finanzmarkt. Wie könnten wir das erreichen? Wir könnten das erreichen, wenn wir endlich eine öffentlich-rechtliche Bank in Europa schüfen oder die Europäische Zentralbank dazu machten, die berechtigt sein sollen. Kommen Sie mir nicht mit Ihrer blöden WestLB, die Sie mit in den Sumpf gefahren haben, und zwar, weil Sie verlangt haben, dass die wirkt wie die Deutsche Bank, statt zu sagen, sie soll eine öffentlich-rechtliche Bank sein. Die Sparkassen, die sind öffentlich-rechtlich und die sind nicht unser Problem. So, also zurück. Diese öffentlich-rechtliche europäische Bank
könnte dann an Staaten wie Griechenland, wie Italien, wie Irland, wie Spanien, wie Portugal zinsgünstige Kredite geben. Und dann wären die nicht mehr auf die privaten Banken angewiesen. Und dann könnten sogar diese privaten amerikanischen Ratingagenturen sie herabstufen, solange sie wollen. Es änderte ja nichts daran, dass sie zinsgünstige Kredite von dieser Bank begeben. Dann wäre das Problem gelöst. Warum gehen Sie denn nicht diesen Weg, sondern machen die privaten Banken täglich mächtiger? Und der Höhepunkt ist doch, dass eine private Bank bei der Europäischen Zentralbank, also von unser aller Geld, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aller Eurostaaten, dass sie von diesem Geld Kredite für 1,5% Zinsen bekommen und dann geben sie das weiter an Griechenland für 18% Zinsen. Das ist eine unvertretbare Zocke, die sie zulassen und gegen die sie nichts unternehmen. Aber jetzt passiert ja wieder Folgendes. In der EU-Kommission, Herr Schäuble, gibt es immer mehr Leute, die das so wollen, die das so sehen wie die Linke in Deutschland, die sagen, das geht so nicht weiter. Sie wollen eine europäische öffentlich-rechtliche Bank, die solche Zinsen, die solche Kredite gewähren kann. Warum? Weil sie gemerkt haben, dass die Abhängigkeit von den großen Privatbanken ins Fiasko führt. Weil sie gemerkt haben, dass die Demokratie schwer beschädigt wird. Und es gibt zwei Gegner in der EU-Kommission. Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Schäuble. Das bitte ich doch mal zu erklären. Was haben Sie denn dagegen, ein Primat der Politik über die Banken wiederherzustellen? Was haben Sie denn gegen mehr Demokratie, gegen die Trennung der Staaten von den privaten Finanzmärkten, gegen eine Unabhängigkeit der Eurostaaten gegenüber den Privatbanken? Was haben Sie dagegen? Warum gehen Sie auf die Vorschläge der anderen Mitglieder der EU-Kommission nicht ein? Übrigens, diese Unabhängigkeit erreichten wir natürlich schneller und konsequenter, wenn wir die Banken dezentralisierten und eben, wie es auch Frau Lagarde gefordert hat, öffentlich-rechtlich gestalten. Ich sage Ihnen noch einmal, ich habe das schon zu den Landesbanken gesagt, die Sparkassen in Deutschland waren, sind und werden nicht unser Problem sein. Und selbst Brüssel hat inzwischen aufgehört, über die Sparkassen zu meckern. Hätten wir die Sparkassen nicht gehabt, wären wir in einer viel, viel größeren Katastrophe. Wenn übrigens dieser staatliche Weg beschritten werden würde, könnte auch ein wirklicher Schuldenschnitt erfolgen. Ich weiß, darüber redet noch keiner gern, aber ich sage Ihnen, er wird kommen. Und jetzt sage ich Ihnen, was wir sehr ernsthaft glauben, und darüber wird ja auch immer mehr gesprochen, und niemand kann es widerlegen, was hinter der Aufstockung des Rettungsschirms steht. Über kurz oder lang wird es einen Schuldenschnitt geben. Wenn es einen Schuldenschnitt gibt, ist ja die zweite Tranche an Griechenland gar nicht mehr erforderlich, die von 109 Milliarden, weil die ja dann sowieso bloß noch die Hälfte Schulden haben etc. Aber dann haben ja die großen Privatbanken riesige Verluste. Und wer erstattet die? Na, der Rettungsschirm. Deshalb wird der aufgestockt. Ich sage Ihnen, das ist ein Rettungsschirm nicht für Griechinnen und Griechen, sondern für die Banken. Und genau deshalb sagen wir Nein dazu. Lieber Herr Brüderle und auch Herr Kauder, mit großer Leidenschaft haben Sie wieder Eurobonds abgelehnt. Ich finde das unfair. Und zwar deshalb unfair, weil Sie der Bevölkerung nicht die Wahrheit sagen. Sie sagen der Bevölkerung nicht die Wahrheit. Die Europäische Zentralbank, ich habe es hier schon am 7. September gesagt, muss mich aber gleich korrigieren, weil inzwischen schon wieder 3 Wochen vergangen sind, dass schon wieder mehr passiert. Am 7. September habe ich Ihnen gesagt, dass die Europäische Zentralbank mithin in das Eigentum der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aller Eurostaaten und damit vornehmlich auch der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Staatsschulden geholt hat, indem sie die aufgekauft hat. Staatsschulden. Damals habe ich gesagt, im Werte von 129 Milliarden Euro. Und zwar von Griechenland, Spanien, Portugal, Irland und Italien. Und die Deutsche Bank, habe ich Ihnen gesagt, hat ihre griechischen Staatsanleihen schon zu einem Drittel an die Europäische Zentralbank verkauft. Jetzt gehören die alle uns. Und da sagen Sie, es gibt keine Eurobonds. Damit haften wir doch dafür. Aber in den 3 Wochen ist was passiert, Herr Brüderle. Und Sie waren an der Regierung. In den 3 Wochen hat nämlich die Europäische Zentralbank weitere Staatsanleihen gekauft.
und nun besitzt sie solche im Werte von 150 Milliarden Euro. Warum sagen Sie denn der Bevölkerung nicht, dass das längst unser Eigentum ist? Da haben Sie doch indirekt die Eurobonds eingeführt. Lassen Sie doch die Diskussion um etwas, was längst Realität geworden ist. Also wir können aus diesen Gründen der Aufstockung des Rettungsschirms nicht zustimmen. Aber es gibt weitere Gründe. Bei Griechenland, Spanien und den anderen Ländern wird ein völlig falscher Weg beschritten. Man handelt ja nicht nur sozial ungerecht, sondern schwächt die Wirtschaft, senkt die Einnahmen des Staates und verbuddelt damit auch unser Geld. Diese Länder brauchen keinen Abbau von Investitionen, sondern mehr Investitionen. Sie brauchen keinen Abbau von Löhnen, Renten und Sozialleistungen, sondern eine Steigerung, auch um die Kaufkraft zu stärken und damit die Binnenwirtschaft zu beleben. Nur über eine solche Politik flössen doch an die Staaten Steuern und damit flösse auch das Geld, das kreditiert wird, zurück, auch an uns zurück. Alles andere, der gegenteilige Weg, den Sie beschreiten, heißt auch die Steuergelder Deutschlands zu veruntreuen. Sollte Griechenland pleite gehen oder in der Nähe der Pleite stehen, wird der Rettungsschirm, den Sie heute aufstocken, eben nicht Ihnen zugutekommen, sondern den privaten Banken und ich muss ergänzen, auch den Fonds, Versicherungen und Hedgefonds. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haften dafür. Aber auch das reicht noch nicht. Es gibt ja Vermögende in Europa. Und über dieses Vermögen muss hier gesprochen werden, weil die Verteilung weltweit in Europa und in Deutschland immer ungerechter wird. Eine Linke ist keine Linke, wenn sie nicht Eigentumsgerechtigkeit fordert. Und die wird sonst von keiner Fraktion im Bundestag gefordert. Und ich sage Ihnen dazu was. Sie haben festgelegt, dass die Vermögen der Vermögenden in Europa und in Deutschland nicht mit einem halben Cent herangezogen werden zur Finanzierung der gesamten Krise. Die haben Sie verursacht, die sind dadurch reich geworden und Sie müssen keinen halben Cent von Ihrem Vermögen darauf bezahlen. Das ist nicht hinnehmbar, was Sie hier an Ungerechtigkeit organisieren. Und ich sage es noch einmal. Die Staatsschulden der Euro-Staaten belaufen sich auf 10 Billionen Euro. Das Vermögen nur der Vermögensmillionäre der Eurozone beträgt 7,5 Billionen Euro. Die Staatsschulden, nein, ich sagte, an eine angemessene Steuer ist nicht wegnehmen. Machen Sie es doch nicht so plump. Machen Sie doch mal eine richtige Steuer, dann können wir über die Höhe gerne miteinander reden und verhandeln. Aber die Staatsschulden in Deutschland belaufen sich auf 2 Billionen Euro. Und das Vermögen von 10% der Bevölkerung, des reichsten Teils der Bevölkerung von 10%, beläuft sich auf 3 Billionen Euro. Die haben 1 Billion Euro mehr, als wir insgesamt an Staatsschulden haben. Die Tatsache muss doch mal genannt werden. Und jetzt kommt ja Folgendes hinzu. Ich gebe ja zu, etwas naiv, ich habe mich geirrt. Ich dachte, in der Finanzkrise nimmt die Zahl der Vermögensmillionäre ab. Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich heute gar nicht mehr. Denn die Zahl hat zugenommen. Wir haben jetzt 51.000 mehr. Wir haben jetzt 861.000 Vermögensmillionäre, die, wie gesagt, mit keinem halben Cent haften. Und jetzt bitte ich Sie eins, weil Sie ja hier immer große Töne auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spucken, Herr Brüderle, Sagen Sie, erklären Sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Rentnerinnen und Rentnern, den Arbeitslosen, den kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern, weshalb bei Ihnen seit 10 Jahren die Löhne, Renten, Sozialleistungen und Einnahmen real zurückgeschraubt wurden, während Sie das Vermögen der zunehmenden Vermögensmillionäre nicht mit einem halben Cent belasten. Erklären Sie es der Bevölkerung. Nun komme ich zum letzten Punkt. Es fehlt seitens der Regierung, und zwar gerade von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, eine notwendige Garantieerklärung. Ich möchte daran erinnern, bei der ersten Finanzkrise 2007 sind Sie zusammen mit Ihrem damaligen Bundesfinanzminister, das war die Zeit, als Sie übrigens Herrn Steinbrück noch zugeklatscht haben, haben Sie auch schon vergessen, also 2007, vor das Mikro getreten und haben eine Garantieerklärung abgegeben für die Sparerinnen und Sparer und haben gesagt, die Spareinlagen werden im Rahmen der Krise nicht gekürzt werden. Warum machen Sie nicht etwas Ähnliches heute? Die Frage wird man doch stellen dürfen. Also, wenn der Rettungsschirm in Anspruch genommen wird,
haftet die deutsche Bevölkerung mit 211 Milliarden Euro, oder besser gesagt für 211 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank hat ausgerechnet, dass ja Zinslasten hinzukommen und dann kann sich das Ganze steigern auf maximal 400 Milliarden Euro. Und da steht doch die Frage, wer das bezahlt. Und Sie organisieren ja, dass dieser Fall eintritt. Wir könnten es finanzieren, nämlich dann über eine Millionärssteuer, über einen höheren Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer, über eine Finanztransaktionssteuer, über eine höhere und gerechte Körperschaftssteuer, über eine endlich nennenswerte Bankenabgabe, oder müssen wieder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner, die Arbeitslosen und die kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer das Ganze bezahlen? Darauf antwortet niemand aus der Regierung. Aber es wird höchste Zeit, dass Sie darauf antworten. Und deshalb, Frau Bundeskanzlerin, erwarte ich, dass Sie heute eine Garantieerklärung abgeben und den Betroffenen sagen, dass Sie nicht dafür bezahlen müssen. Wenn Sie das nicht... Sie haben noch etwas Zeit, Frau Bundeskanzlerin. Wenn Sie diese Garantieerklärung nicht vor der Ratifizierung der entsprechenden Verträge abgeben, dann wissen hiermit alle Bürgerinnen und Bürger, wen es treffen wird, wenn der Haftungsfall eintritt. Und ich sage Ihnen, es gibt wieder einen Riesenunterschied zwischen SPD und Grünen einerseits und uns. Wir verlangen die Garantieerklärung, Sie verlangen sie nicht. Warum eigentlich nicht? Warum machen Sie das nicht wenigstens zur Bedingung Ihrer Zustimmung? Nun gibt es auch Abgeordnete von FDP und Union, deren Gewissen ein Nein verlangt. Aber sie stehen vor der Frage, was sie höher bewerten, ihr Gewissen oder die Angst vor Neuwahlen. Wir werden es nachher sehen. Auf das Ja von SPD und Grünen können sie sich verlassen. Unser Nein ist sicher. Und ich weiß schon, ja, ich weiß schon, dass Herr Trittin uns dann als europafeindlich bezeichnet. Und deshalb möchte ich ihm mal sagen, dass er auch in diesem Punkt schwer irrt. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich weiß sehr gut, auch aus der Geschichte meiner Familie, dass die vergangenen Jahrhunderte gezeichnet waren durch Kriege zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Und der große Fortschritt der Europäischen Union ist, das verhindern zu können. Das ist eine zentrale Frage, an der kommt in Deutschland niemand vorbei. Und das begrüßen wir in jeder Hinsicht. Wir wissen auch, dass die EU für die Wirtschaft wichtig ist. Auch das muss man uns nicht erklären. Aber wir haben bei der Einführung des Euro vor Fehlentwicklungen gewarnt. Sie waren ja alle schlauer, auch die Grünen, und haben gesagt, nichts davon wird passieren. Vielleicht schauen Sie es sich noch mal an und nehmen mal zur Kenntnis, dass unsere Warnungen gestimmt haben und nicht Ihre Glorifizierung der gesamten Vorgänge, die Sie an den Tag gelegt haben. Und ich sage Ihnen auch, wir wollen die EU. Wir wollen auch den Euro. Wir machen ja Vorschläge zu seiner Rettung, aber keine unsozialen. Das ist ein Unterschied. Und wir wollen sogar mehr Europa. Aber jetzt sage ich Ihnen auch den Unterschied. Der Unterschied ist ganz klar. Sie alle wollen ein Europa der Banken. Wir aber wollen ein Europa der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger und der Bevölkerung. Das ist der eigentliche Unterschied. Das Wort erhält nun der Kollege Jürgen.